Silent Hill, Folge 3, die Gruselreise geht weiter. Wir sind hier, wo wir hingehören, beim Safe-Punkt, der einzige Punkt, der einem so ein falsches Versprechen von Sicherheit zuflüstert, wo man sich immer wieder gerne hin zurückzieht. So, sagt mal, ob der Sound okay ist, wenn ich laut oder leise machen soll. Dann schreit. So, hier sind wir gerade. Das ist der Safe Room mit dem Safe-Punkt. Und hier, für alle, die vielleicht die letzte Session nicht mehr so in Erinnerung haben, hier ist so eine Kommode mit so Löchern drin. Und ich nehme an, dass diese goldene Münze, die wir bei dem Müllschacht entdeckt haben, aber noch nicht an uns genommen haben, weil der Schacht noch verstopft ist, dass diese Münze eventuell da in diese Kommode reinpasst. Hier ist die Karte des Apartment-Komplexes. Wir sind hier unten, wo der grüne Pfeil ist, im Safe Room. Wir haben da dieses Fragezeichen, das ist der Müllschacht. Und das ist die zweite Etage. Und wir haben hier schon einiges freigelegt. Überall, wo so rote Kritzeleien sind, sind halt Informationen. Entweder geschlossene Türen, sind diese wellenförmigen Ws, diese Zickzacklinien, das sind geschlossene Türen. Die Pfeile sind geöffnete Türen, da waren wir überall schon drin. Und wir haben jetzt eine Feuerleiter freigelegt, über die wir hoffentlich nach oben können. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt den richtigen Weg auch finde, weil ich das jetzt schon wieder vergessen habe. Aber ich glaube, ich muss einfach links, oder? Wie war das noch? Warte mal, die Feuerleiter war... Gott. Ich glaube, ich muss links. Ich weiß es aber nicht mehr. War das hier? Warte. Zack, zack, zack. Hier ist der Müllschacht. Da ist die Feuerleiter, jawohl. So. Und ich bin das letzte Mal natürlich dann zum Ende der Folge nochmal in den Safe Room gerannt, weil ich den Progress sichern wollte. So. Okay, und jetzt müssen wir... Oh nein, sag nicht, ich komme nicht über diese Kisten. Das wäre doch albern jetzt, oder? Nee. Was ist denn das? Ernsthaft? So eine kleine Plastikkiste ist jetzt ein unüberwindbares Hindernis für mich? Hallo? Nee, aber dann habe ich es auch nicht anders verdient. Also was ein Taugenichts ist er denn jetzt überhaupt? Ich war mir sicher, ich muss jetzt hier weitergehen. Stellt sich raus, stimmt gar nicht. Ja toll, dann ist es einfach nur ein Shortcut oder was? Oh, jetzt bin ich wieder im Gruselbereich. Ich überkompensiere Angst, indem ich einfach rede, ne? Ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ist ja vielleicht für ein Let's Play auch nicht das Allerdümmste. War ich hier schon drin? Ich hab Angst. Ich habe alles vergessen. Hier war ich gestern drin. Ja, und da ist... Oh, dieses Geräusch. Ah, das macht mich... Ich habe Gänsehaut schon. Diese Geräuschkulisse ist einfach unerträglich gruselig. Ey, warum zieht das so krass bei mir? Warum bin ich nicht so abgehärtet? So eine seelische Hornhaut. Gegen Grusel. Ah, hier. Warte mal. Hier waren wir nämlich noch nicht. Du denkst bestimmt, ich wäre grausam, aber das bin ich nicht. Du hast dir dein Gefängnis selbst gebaut. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe zugesehen, wie du die Welt ausgeblendet und dich in der Dunkelheit verkrochen hast. Du hattest die Wahl. Ich habe gesehen, wie du sie getroffen hast. Immer und immer wieder. Diesmal wird es nicht anders sein. Und ich werde wieder hier sein und zusehen. Aha. Okay. An wen ist es denn? Die Schrift verrät ja auch ein bisschen was, ne? Das ist eine weibliche Schrift. Das ist auf jeden Fall eine weibliche Schrift.
So, hier, oh, das ist erstmal ein Save und hier bekommen wir... Ach, hier müssen wir den Griff reinlegen. Aha! Rätselknack, Garnils. Und das macht den Safe auf, oder was? Oh Gott, nein! Was ist das denn? Das ist ja ekelhaft! Was ist das denn? Was sind das für Zeichen an der Wand? Ist da ein Mensch? Da ist eine Matratze hinten links. Hier wurde ein Mensch gefangen gehalten, oder? Hinten links in der Ecke ist eine Matratze. Sind das Noten? Nee, was ist das? Das sieht ein bisschen aus wie Noten, aber... So, als wenn Komponist komplett auf whatever, irgendwelchen LSD-Trips oder so ist. Oh, ich kann den wegschieben? Okay, aber was ist das? Wieso darf ich, der Wand-Safe spielt offensichtlich gar keine Rolle. Oh, will ich denn in diesen Raum rein? Will ich in diesen Raum rein? Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Wir gucken uns einmal noch um. Manchmal gibt es ja hier... Aha, Köstlichkeiten. So wie diese Munition. Aha. Original ein Schuss. Also das ist, finde ich, auch eine Message. Die Message ist eigentlich, wenn du einen Schuss Munition findest, dann ist die Message des Spiels, ey, verwende sie sparsam. Du kriegst hier in einer Schublade einen Schuss. Was ist denn das hier überhaupt für eine messihafte Lagerung? Die Information ist wertvoller als die Munition. Wenn man einen Schuss nur kriegt. La, ich wusste, dass ich eingesperrt werde. Ich wusste das. Ich habe es innerlich gecallt. Ich wusste, dass das passiert. Zählt nicht. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer. Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. Ist das ein Rätsel? Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, also fand er nach Hause. Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. Wollen wir das mal interpretieren? Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Das könnten die Dächer der Stadt sein, in der wir uns gerade befinden, Silent Hill. Links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Das heißt, das wäre der Ausweg, wo wir wieder nach Hause kommen. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer, also kam er nach Hause. Hat er es geschafft? Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. So, und wir sind ja jetzt hier in Silent Hill, weil unsere verstorbene Frau uns eine Botschaft aus dem Jenseits geschickt hat und uns hier an diesen Ort gebracht hat. Und dieser Ort ist insofern eine Erinnerung, weil wir in glücklicheren Zeiten, weil Frau lebendig war, mit ihr zusammen in diesem Ort Urlaub gemacht haben. Also dieser ganze Ort ist im Prinzip eine Erinnerung, die wir zusammen mit der verstorbenen Frau geteilt haben. Und wir sind ja nur hier, weil wir uns erinnern an sie. Das heißt, wenn wir diesem Pfad folgen, im Prinzip ja der Einladung der Frau folgen, dann führt das ins Fegefeuer. Also es war eine dumme Idee. Hier steht es schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz. Es war eine dumme Idee. Es war einfach eine dumme Idee, hierher zu kommen. Oh, sogar eine Toilette. Ach du. Nein. Ach du. Oh, come on. Muss das hier stinken, Alter? Welche arme Kreatur wurde hier festgesetzt? Gott, muss das stinken. Was denn jetzt? Ja, toll. Guck mal hier. Ein Haus und eine 7.
Wir werden jetzt gemeinsam ein Rätsel lösen. Also hier ist schon mal ein Haus und eine 7. Rechts, wo die Dächer des Hauses, irgendwas mit Dunkelheit, da ist die 13. Haben wir hier Kreide oder sowas? Also guck mal, da sind so vier Flächen. Alles klar, so lass uns mal jetzt schauen. Was wir hier alles für Hinweise finden. Also ich habe ja schon die 13 gesehen. Gerade da oben. 13. Dann, also rechts, genau, also rechts 13 müssen wir drehen. Das erste, wo die Häuser, die Dunkelheit, das müsste das sein. Also ich glaube, die 13 müsste das erste sein, ne? Die 7, das führt nach Hause. Also ich habe das Rätsel einfach komplett falsch interpretiert, weil es geht einfach nur um diese Zeichnung. Das sind die Schritte, die nach Hause führen. Also die 7 ist links, rechts 13, links 7. Das ist der Fluss der Erinnerung, ist 11. Und eine Sache müsste noch fehlen. Oder sind das nur 3? Vielleicht sind das auch nur 3. Ich probiere mal. Also warte mal. Rechts 13, links 7 und dann rechts 11 wahrscheinlich. Vielleicht. Ich probiere einfach mal. Also rechts 13, links, was hatte ich jetzt gesagt? 7? Nee. Also warte, 13. Zack. Oder war das die 4? Was hatte ich jetzt gesagt? Weiß ich die Zahl? Nee, muss ich mal kurz gucken. Wie kann man so vergesslich sein? 7, doch, 7, genau. 13, 7 und 11, oder nicht? 13, 7, 11. Da. Warte mal, 13, 7, danke, 11. So. Aha, da haben wir sie, die Münze, die Mannmünze. Ein Schwert und ein Gesicht. Schwertgesicht. Und ein Schlüssel. So, okay. Dann ist das hoffentlich unsere Fahrkarte hier raus. Guck mal, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist gar kein Safe. Das ist eine Wandklappe, durch die Essen gereicht wurde. Ist das ein ekelhafter Raum. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist an diesem Raum? Der Gedanke daran, dass es jetzt, zu diesem Zeitpunkt, Menschen gibt, die wirklich so gefangen gehalten werden von irgendwelchen Wahnsinnigen. 100 pro gibt es irgendwo Verrückte, die exakt in diesem Moment ein Opfer in so einem Raum eingesperrt haben. Das ist der eigentliche Grusel. Boah, fürchterlich. So. Raus hier. Hallo? Oh nein, muss das sein? Wo? Wehe hier. Fuck, ich krieg jedes Mal richtig Gänsehaut, Gruselgänsehaut. Oh fuck. Ich hab original, mein gesamter Körper ist wirklich eine Gänsehaut gerade. Es funktioniert komplett. Ich bin komplett Opfer dieses Spiels. Kleiner Treppenschlüssel 2F. Oh.
okay. Das ist doch wieder genau so eine Scheiße. Guck mal hier. Da ist erstmal der Teppichboden, nicht dass er das in irgendeiner Form nötig gehabt hätte, abgeklebt mit Plastikfolie, damit man das Blut des Opfers nicht, entweder nicht findet oder um den Teppich zu schützen. Und da sieht man das Panzerband, das Tapeband, der alte Holzstuhl ist mit Blutflecken getränkt, ebenso das Papier. Also hier wurde jemand einfach mindestens mal umgebracht. Oh, was ist das hier für ein ekelhafter Apartmentkomplex? Hier wohnen nur Wahnsinnige. Hier ist noch frisches Blut auch. Achso, ist von der Kakerlake da vielleicht. Oh, meine Güte. Oh, danke. Wieder. Oh, 3 Schuss diesmal. Das ist ja nett. Ich werde ja richtig verwöhnt. Hier ist gar nichts drin. Also Loot ist wirklich relativ sparsam gehalten hier. So, ich kann sicherlich da durch die Tür. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sind hier. Rechts ist zu. 206 waren wir schon. In 204 können wir noch. Aber hier ist doch auch eine Tür. Führt die zum Balkon? Oder was ist das hier für eine Tür? Beziehungsweise zur Feuerleiter. Ja, okay. Aber jetzt kann ich hier rein? Entschuldigung, ich musste ihm noch, der hat so gezuckt. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ist das denn jetzt eine Abkürzung in irgendeiner Form, wenn ich über die Feuerleiter an die 207 gehe? Komme ich ja aber auch. Wo ist die Eingangstür von der 207? Da, okay, da komme ich an dem Dings vorbei. Dann gehen wir jetzt in die 204, wenn sie denn geöffnet hat. Ah, warte, hier ist. Das ist die 204, so viel zum Thema geöffnet. Da kommen wir raus, ne? Das war die. Ja, das war der Gruselraum. Dass da auch niemand irgendwas gesagt hat, guckt euch das mal an. Diese Schlosskonstruktion hier. Das muss doch Verdacht erregen in irgendeiner Form. Da muss doch mal jemand fragen, entschuldigen Sie, warum hat Horst Pawelke eigentlich sein Zimmer so verrammelt? Natürlich. Oh. Oh, warum darfst du das? Oh, nicht getroffen, der hat sich geduckt. Bleibst du da liegen, du vermaledeites Drecksvieh. Warum? Okay. Hier sind wir rausgekommen. Mal schauen, wo wir jetzt. Oh, warte. Hier kommen wir ins Treppenhaus. Glaube ich, ne? Exit. Through the gift shop. Ja. Gehen wir dann nochmal hier lang. Okay. In den Apartments rechts waren wir schon. Ich muss doch eigentlich noch eine Etage nach oben. Hier waren wir doch auch schon. Genau, hier ist der Fernseher.
Also, das heißt, vielleicht kommen wir. Wir müssen hoch. Ich dachte, wir kommen über die Feuerleiter hoch. Ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen erstaunt. Das wäre jetzt so mein Plan gewesen, weil hier kommen wir nicht rauf. Oder ist das jetzt aus irgendeinem Gru unheimlichen Grund? Warte, warte, habe ich den Schlüssel oder irgendwas bekommen, dass ich jetzt hier. Ist das eine Alarmanlage? Nö. Dann über das vierte Stockwerk. Ah ne, da war auch leider verbarrikadiert. Keine Chance. Mist. Was hatte ich jetzt für einen Schlüssel eingesammelt? Ich habe es original vergessen. Aber da kann man ja gucken. Also, kleiner Treppenschlüssel 2F. Ein Schlüssel, der die Tür zu der kleinen Treppe in der zweiten Etage der Woodside Apartments öffnet. Hatte ich das schon benutzt? Nein, wenn ich es benutzt hätte, wäre der nicht mehr da. Der die Tür zu der kleinen Treppe in der zweiten Etage der Woodside Apartments öffnet. Kleine Treppe. Gucken wir gleich mal. Hier ist es nicht. Finden wir die kleine Treppe. So, hier sind wir auf jeden Fall erstmal Apartment, Stufe 2. So, kleine das, jetzt die große. Das muss doch. Ja, okay, das ist da hinten. Das ist da ganz hinten. Und da muss ich wieder durchs Apartment. Ah, okay, jetzt weiß ich. Jetzt müssen wir durch die 207 wieder. Ich war eigentlich schon richtig. Okay, Richtung 207. Warte. Nee, völlig falsch. Hier. Ah, ist das hier schon? Ja. Dann über den Balkon zurück. Jetzt hier rein, vorbei an diesen nervigen. Da, ich gebe dir noch mal einen mit. So, dann gehen wir hier links und dann links. Und dann kommen wir leicht die Treppe hoch. Ach nein, hier war ich ja schon. Das ist ja leider gar nicht das, was ich wollte. Ja, blöd. Dann, ah, jetzt sehe ich es. Dann ist es da oben im Norden. Dann ist es oben im Norden. Und dann muss ich hier wieder, ja, tolle Wurst. Dann muss ich wieder durchs Apartment zurück und dann nach da. Okay. Ich war doch richtig, als ich dachte, ich war falsch. Aber wisst ihr was? Jetzt, wo ich hier unten bin, ist der Weg zum Safe-Raum relativ kurz. Und wir waren ja auch eingesperrt da und alles. Wir haben ja wirklich jetzt einiges gemacht. Deswegen gehe ich nochmal kurz zurück in den Safe-Room. Der ist ja nicht weit weg. Hallo. Und gibt es eine beschränkte Anzahl von Speicherständen, offensichtlich, ne? Wir können auch noch mal gucken, ob die Münze hier irgendwas bewirkt. Scheint richtig zu sein. Die zweite ist ja in jedem Fall in dem Müllschlucker da, das wissen wir doch schon. Diddlidlid, komme ich. Ne, das. Dazu. Haben wir da schon Schlüssel für gefunden? Nee, ne. So, dann. Hier wieder rauf. Und dann. Ne, da dürfen wir nicht hier. So, jetzt müssen wir. Kommen wir auch durch. Oh, warte mal, wir kommen da auch. Durch die 210 können wir auch. Okay, das heißt, wir können auch links lang.
Bleib liegen! Durch die 210. Ups. Polizei hat's nicht gesehen. Bleib liegen! Boah, diese Geräusche machen mich völlig fertig. Was habe ich denn gemacht? Falsch abgebogen. So. Hä? Oh Gott, und ab jetzt wird's wieder schlimm. Nee, warte mal. Hier, genau. Und jetzt müsste doch hier, das müsste doch der Schlüssel sein. Genau. Hier ist original ein Speicherstand. Lol. Der ganze Weg gerade war komplett unnötig, den ich gemacht habe. Komplett unnötig. So, jetzt kommen wir hier sogar runter. Ich gucke einmal kurz, bevor wir hochgehen, gucke ich einmal runter. Oh. Pistolenkugeln. 5 Stück sogar. Oh, das wäre natürlich super, wenn ich jetzt hier diese Tür aufkriege. Jawohl. Das ist nämlich jetzt ein schöner Shortcut. Und diese Apartments haben wir auch noch nicht durchsucht. Dann mache ich das doch jetzt mal als allererstes. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn die alle zu sind, um ehrlich zu sein. Ihr hört das auch, oder? Ihr hört das Husten, ne? Fuck. Fuck. Oh nein. Rechts waren Beine. Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Ja, na klar, heißt du Eddie. Okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Da, doch. Not yet, ich sag ja. Wir machen das Spiel vorbei. Yay! Oh. Nimm die Hand von der Kloschüssel. Das ist Eddie. Nimm die Hand von der Kloschüssel. Eddie. Be careful. Yeah. You too.
Nee, Leute, das kann ich nicht einsehen. Wissen wir, wie viel hat der denn in sich? So viel kann man doch gar nicht kotzen. Ganz kurz, ich finde das blöd. Ich will mit Eddie nach Hause gehen. Also erstmal schafft er das nicht alleine. Der ist komplett panisch und verengt. Ja, genau. Was ist denn das hier für eine Geschichte? Um euch kümmere ich mich gleich. Erstmal durchsuche ich jetzt diesen Ort. Oh Gott, der ist da wirklich einfach reingestopft. Warum? Da ist aber keine Ordnung mehr drin. Was hat er denn noch da oben? Spargel oder was? Oder Gurken oder was ist da alles drin? Die Energiekosten alleine, wenn dieser Kühlschrank die ganze Zeit offen ist. So. Oh, ein bisschen Munition. Huhu, oder oben ist noch was drin? Oder auch wieder nichts. Es ist immer eine Schublade, ist immer eine Fake-Schublade. Damit man sich ja nicht zu sehr freut, wenn man irgendwo was aufmachen kann. So, okay. Was mache ich mit den Schlurfbrüdern jetzt? Guck mal, hier hat jemand eine Schlafcouch. Oh, was ist das? Ein Football? Footballhelm? Football? Irgendjemand? Certificate? Wahrscheinlich jemand hat... Das ist auch ein alter Helm. Guck mal. Das sind diese alten, das sind 70ern oder so. Wahrscheinlich war der mal auf dem College und hatte seine beste Zeit da als Quarterback oder als Running Back oder als Linebacker oder Fullback oder whatever Back. Und ja, das war seine beste Zeit. So, guck mal, also lass mich mal schauen. Die sind hier in einem Pool. Das heißt, eventuell kommen die da auch gar nicht raus. Also ich hatte kurzzeitig den Impuls, die von hier zu erschießen alle. Aber wenn die da gar nicht rauskommen, dann muss ich die Munition ja gar nicht dafür verschwenden, dass ich die jetzt hier alle totschieße. Vielleicht ist das vom Spiel genau so ein Test. Ich könnte die hier in gesicherter Umgebung studieren, wie in so einem Gehege im Zoo. Oder ich könnte panisch meine Munition verschwenden. Bräuchte wahrscheinlich für jede Kreatur 4 Schuss, wären 12 Schuss weg. Und ich wäre keinen Schritt weiter, weil ich die ja gar nicht töten brauche, weil die da gar nicht rauskommen. Ich könnte jetzt durch dieses Fenster gehen. Oder ich gehe nochmal die Treppe rauf. Ganz ehrlich, ich will Eddie hier nicht alleine lassen. Ich will mit ihm nach Hause gehen. Wie kann man denn wirklich in diesem Albtraum freiwillig verweilen? Warum? So, jetzt wird diese Tür angezeigt. Okay. Also, wir müssen uns hier mal merken, wir kommen in den Innenhof. Durch Zimmer 117 kommen wir da wieder, oder nee, Zimmer 116 kommen wir da raus in den Innenhof. Allerdings müssen wir erstmal noch nach oben. Ich nehme mal an, dass wir über diese Treppe dann diesen Müllschacht. Ja, hatte ich alle Türen getestet. Genau, dass wir diesen Müllschacht von da oben entstopfen können. So, jetzt werde ich erstmal hier. Okay, jetzt sind wir hier im Ekelbereich. So, hier ist zu. Das bleibt auch zu. Wie entspannt er einfach auch ist, ne? Immer dieses, dass der nicht mal durchdreht, dass der nicht nervlich am Ende ist. Was ist das für eine Persönlichkeit, dass der so stabil bleibt im Angesicht des Grauens? So, da geradeaus, direkt vor uns ist der Müllschacht. Also hier müsste der Müllschacht sein.
Come on. Nein. War klar, dass ich da nicht rein darf. So, hier gnadelt es wieder. Knurzt und gnisselt. Da kommst du jetzt raus, oder was? Oder... Ich weiß ja, dass der da drin ist. Also, okay. Dass hier nicht links oder rechts noch einer laut. Oh, der hat mich getroffen. Ansage. Wollten die mich da reinlocken? Was? Weil ich immer aus Versehen das Licht ausmache. Alter, die sind aber richtig beweglich, die Johnnies. Meine Güte, die sind nicht so einfach. Weil ich auch immer panisch auf die Taschenlampentaste komme. Das ist das gleiche wie bei Dark Souls. Wenn ich so angespannt bin und die Taschenlampentaste ist quasi der rechte Analogstick. Den muss man reindrücken. Und ich bin dann so verkrampft vor Angst. Und dann drücke ich den aus Versehen im Kampf immer rein. Und dann mache ich die Taschenlampe aus und dann sehe ich nichts mehr. Was, noch was? Kurze Frage, weil ich mich nicht traue, das zu machen. Es gibt ja Spiele, wenn man nachlädt, bevor das Magazin leer ist, verschwendet man Munition. Ist das hier auch so? Oder kann ich bedenkenlos nachladen jederzeit? Das könnt ihr mir, wenn ihr wollt, verraten. Kannst bedenkenlos... Okay, danke. Weil die Munition ist hier so rar... Überhaupt kein Interesse dran, auch nur einen Schuss zu verschwenden. Aber dann ist ja gut. So, hier ist auf jeden Fall noch mindestens eins von diesen Viechern. Das zu. Hier ist also eine Sackgasse. Ah, okay. Das brauche ich dringend.
einen Zettel. Ich weiß, dass hier etwas ist. Ich weiß es, ich kann es spüren. Alles sieht ganz normal aus, aber das ist es nicht. Tief unten, da pulsiert etwas, versucht hervorzubrechen. Oder sollte ich zu ihm gehen? Ich muss es freilegen, es aus seinem Versteck reißen. Ich traue mich gar nicht so lange, das in der Hand zu halten, weil ich das Knarzen hier überall höre. Und ihr hört es auch. Hinter dieser Tür befindet sich noch eine Ekelhaftigkeit. Die müssen wir jetzt mal ausräuchern gehen. Hier hinter ist ja auch eigentlich eine Tür. Gruselig. So, hier rein müssen wir jetzt leider wieder. Fuck you, bitch. Ungeheuerlich. Und wieder das Licht aus Versehen ausgemacht. Okay. So, die gucken wir uns jetzt nochmal genauer an, weil ich die gerade weggesteckt hatte, weil ich Angst habe. Weil ich finde nämlich, klar, die Übersetzung ist inhaltlich natürlich sinnvoll, das nochmal zu lesen, aber die Art und Weise, wie etwas geschrieben ist, finde ich auch immer sehr aufschlussreich. Also der ist ja hier offensichtlich, diese Schrift ist ja von jemandem, der schon nicht mehr ganz bei geistiger Gesundheit ist. Die Art und Weise, wie der geschrieben hat, da sieht man einfach, der ist schon ein bisschen irre. Ah, da geht's weiter. Schicht für Schicht werde ich abziehen, bis ich sehe, ich weiß, dass es da ist. Peel it off layer by layer, so I can see it. I know it's there. Peel it off layer. Hoffentlich nicht von einem anderen Menschen. Hoffentlich nicht von einem anderen Menschen. Hoffentlich ist es eine Wand, die er meint, weil die Wand ist ja hier schon auch eingerissen. Vielleicht hat er gedacht... Oh, ich höre schon wieder was knatschen. Vielleicht hat er gedacht, in der Zwischenwand oder irgendwas hier im Haus... möglicherweise über mir oder in dem anderen Raum da, aber da gehen wir jetzt noch nicht rein. Bin hier noch nicht fertig. Ach ja. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Dann müssen wir wohl oder übel da jetzt lang in diesen anderen Gruselraum rein. Mal ganz kurz da. Babababab. Ich brauche irgendeinen Schlüssel noch, womit ich in diesen Raum reinkomme. Ich hoffe, das sind nur Kakerlaken. Klassiker. Ich laufe dir doch nicht hinterher. Für wen hältst du mich? Ach so. Das ist gar nicht derselbe Raum. Da muss ich ja doch hinterher laufen. Ja, wir wissen doch beide, was jetzt passiert. Das kommt von rechts jemand, ne? Ne, zum Glück nicht. Fuck you. Falsches Timing, falscher Abstand.
Mann, dass sie mich immer einmal erwischen, das nervt. Ich hab nichts mehr zum Snacken. Ich lag falsch, falsch, falsch. Nein, das stimmt nicht ganz, aber ich lag auch nicht richtig. Ich muss noch mehr Schichten abziehen, abreißen, bis das Blut hervortritt. Ach du Kacke. Ich habe es die ganze Zeit da unten gesucht, aber es ist in mir. Es ist etwas in mir. Ach du Gott, jetzt dreht er völlig durch und hat sich selber die Schichten von der Haut gezogen. Ach. So, da, hier ein Getränk. Pillen oder was? Gib mir das. Ich brauche das dringend jetzt. Oh. Gut, gut, gut. So, okay, dann haben wir, glaube ich, hier jetzt alles durchsucht. Ja, nee, haben wir nicht. Guck mal, hier, da ist noch was. Ja, hahaha. Natürlich bist du leer. Das ist... Jeder zweite Schrank ist einfach nur eine Attrappe. Oder? Alter, was ist denn das? Da komme ich... Ist das der Müllschacht? Ich glaube, ich komme dadurch in den Müllschacht rein. Das ist ja fantastisch. Okay, guck mal, zum Glück habe ich mich hier nochmal in Ruhe umgesehen. Sonst wäre ich unverrichteter Dinge abgezogen und hätte gar nicht gemerkt, dass ich da hin muss. Das zu, also es ist einfach vermutlich sowieso der einzige Weg, der mir noch bleibt. Dann auf den Bauch und durch die Blutlache kriechen. Sehr schön. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, durch das Blut anderer Leute zu warten, zu kriechen. So. Oh, erstmal, was ist das denn? Bloody Apple. Ah, oh, das passt hier. Saft und Dosen. Ich will das aber haben. Ich will es trinken und meine Gesundheit. Kann ich das trinken und werde dann gesund? Bloody Apple. So, was haben wir? Oh, Munition. Ja, nehme ich. Dann... Ah, die muss ich da reinschmeißen und deren Gewicht wird letztendlich dafür sorgen, dass der Müll nach unten fällt. Gute Idee. Oh, sind die schwer. Offensichtlich. Sehr schweres. Das war alles. Da ist die Münze. Das war alles. Nur ein bisschen mehr Müll reinschmeißen. Die sperren den Müll... Weil es verstopft ist, dabei war die Lösung, einfach noch mehr Müll reinzuschmeißen. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Wie die einfach, selbst in so einer Situation, müssen die mich noch mit irgendwas erschrecken wollen. Please. Do not leave any personal belongings. Oh. So, jetzt kommen wir da raus. Sollte ich mal die Treppe runter und mir diese Münze da holen? Die Frage ist aber, wenn ich hier oben bin. Da ist wahrscheinlich, da sind ja Türen. Ja, also das macht schon Sinn jetzt. Erstmal. Wieder zurückzugehen. Und einmal speichern. Okay. So. Jetzt. Wir wissen, unten liegt die Münze. Wieso trinke ich überhaupt noch Kaffee in so einer Situation, wo ich eh schon... So. Also. Wir waren in 217, waren wir drinne. Wir könnten jetzt runter in den Innenhof. Da war noch das Fenster. In...
War das nicht hier unten? Doch, da kam ich raus in den Innenhof. In den anderen Innenhof. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich könnte mir erst die Münze holen und dann wieder zurücklaufen. Ich könnte, aber das, ja, das ist, ergibt schon Sinn, das erstmal abzuschließen, das zu machen, ne? Der kürzeste Weg wäre jetzt durch die 210, dann da die Treppe runter und innen auf die Münze holen und abspeichern. Okay, lass mich mal kurz nachdenken, was ich zuerst mache. Das läuft ja auch nicht weg, oder? Keiner wird die Münze klauen, also ich gucke jetzt hier oben noch mal ein bisschen. Dann habe ich das eventuell alles abgeschlossen. Da ist zu. Ich laufe mal geradeaus. Hier haben wir. So, hier waren wir noch nicht. Oh, Munition. 4 Stück. So, da ist offensichtlich nichts mehr zu holen. Dann. Ja, da wo der Haken ist, das war mit der Münze, genau. Rechts lang, da kommen wir durch Stars auch zu. Ich weiß nicht, ob wir in den anderen Bereich des Apartments noch kommen. Die andere Treppe, da ist auch zu. Also es scheint mir beinahe so, als es gäbe da rechts, aber da ist ja auch zu die Treppe. Die andere Treppe ist auch zu. Ich glaube, ich komme hier erstmal gar nicht weiter. Sehe gerade keinen Zugang. Die Treppe ist zu. Dann gehen wir jetzt runter, holen die Münze. Beziehungsweise gehen erstmal durch das Fenster in der zweiten Etage, im Raum 217, wo Eddie war. So, hier hatten wir ja gerade geguckt. Das war. Genau, da ist auch. Alles zu. Naja, also ich glaube, da kommen wir erstmal nicht weiter. So, dann hier runter. Ich speichere jetzt trotzdem nochmal. Also jede Gelegenheit nehme ich natürlich mit, weil jetzt habe ich in dem Fall ja die Munition geholt und so. Und das sind so Sachen, die vergesse ich dann, falls ich wirklich gezwungen sein sollte, mal zu laden. Dann lieber einmal mehr speichern. So. Ah ne, warte mal. Warte. Entschuldigung. Über. Ah ne, doch. Wir müssen hier runter. Und dann. Sind wir hier? Warte. Jetzt muss ich. Warte mal, ganz kurz, ich habe gerade einen Denkfehler. Ach ja, hier ist zu. Hier. Nee, doch, so, das wollte ich machen. So, kurz einen Denkfehler gehabt. 216, 217. Nee. Nee. Nee, warte mal, wo war Eddie jetzt nochmal? Hier bin ich völlig falsch. Fuck, das war gar nicht 217. Der war doch im zweiten Stock, oder nicht? Warte. Jetzt habe ich kurz Verwirrung. Weil es aber auch alles so aufregend ist. Da ist jetzt ja offen. Warte mal, ich bin durchgegangen. Ist das da unten 208? Das muss dann unten sein, ne? Ne, warte mal, das zack, dann bin ich da durch. 204. Wo war Eddie nochmal?
In welchem Raum war Eddie? War er doch... War ich hier richtig? War das 116 und dann in die 114 und dann durchs Fenster? Ja, so war das. In der 116. Guck mal, die 21... Es war nicht die 216, es war die 11. Es war doch richtig. Nils. Aber dieser Stress, der schlägt einem massiv auf das Orientierungsgefühl. So, alles gut. Der erste Impuls war doch richtig. Er muss in der 216 sein. 116 sein. Zack, hier. Ganz am Ende. Genau, jetzt können wir nochmal fragen, ob es ihm gut geht. Was? Achso, das sind die draußen, die Quarkies. So, und jetzt wollte ich... Ja, der kotzt immer noch. So, jetzt wollte ich hier raus. Okay. Und da, die sind... die kommen da nicht... Ich weh, da ist eine normale Treppe. Dann muss ich leider ein bisschen durchdrehen. Sag mal, willst du mich verarschen? Das waren 6 Schläge. Das waren 6 Schläge. Ist der aus dem Freibad gekommen? Nee, ne? So, aber das wird hier noch irgendwas, das, die können doch nicht einfach da so rumgaunern. Vielleicht, das muss doch irgendwann, warum sind die da drin? Einfach, damit ich ein bisschen gucken kann, oder, ach, da kommen sie raus. Ah, okay, ich glaube, sie können sogar, wenn sie blöd, also wenn sie, hier könnten sie vielleicht rauskommen. Oh, mal gucken. Wieso habe ich mich denn da gerade noch ankotzen lassen? Wir sind ein Amateur. Ich glaube, die kommen hier nicht raus. Hallo! Vielleicht muss ich... Oh Gott, vielleicht muss ich an den Kinderwagen ran. Oh, oh, würde ich halt mal gar nicht ausschließen, dass ich an den Kinderwagen ran muss. Vielleicht muss ich da doch... Ich guck mal von der anderen Seite. Vielleicht kann ich einen Blick erhaschen. Huch! Und jetzt haben sie einen Weg gefunden, oder was? Ah. Okay. Schluss! Okay, okay, okay. Schluss, Schluss. Jetzt gucken wir mal. Hier ist irgendwas... Ja, das war klar, dass da irgendwas drin ist. Eine Münze, das ist die Schlange. Und ein Blütenblatt. Ja. Naja. Also in dem Moment, wo ich hier so lang gegangen bin, da haben sie gecheckt, wo sie hoch müssen. Warum auch immer ihnen da in dem Moment gemeinsam der Einfall kam, wie sie aus dem Schwimmbecken entkommen. Immer dieses, sag mal, ihr seht das doch auch manchmal, diese Lichtblitze, oder? Ihr seht das doch auch manchmal. Ich bin doch nicht blöd, dass es manchmal so Licht aufblitzt. Seht ihr auch, ne? Ja. Das Tor ist von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeit wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Woodside Apartments. Ich finde das komplett faszinierend, dass hier mitten in so einer Betonanlage ein Pool gebaut wird. Ist das normal?
Also das ist doch ein kompletter Kontrast, so wie jemand, der in einem, keine Ahnung, in so einem Trailer lebt und dann aber so ein 10.000 Euro Whirlpool vor dem Trailer stehen hat. Das ist irgendwie so, wer reinigt diesen Pool? Allein die Reinigungskosten müssen doch, naja. So. Schilder durch jetzt. Wieso öffnet man mir diese Tür nicht? Das ist doch gar nicht so. Gut, da muss ich nämlich hin, da ist diese Münze. Aber gut, ich kann jetzt auch wieder rein, rechts. An der 114 vorbei, rechts die Treppe runter. Oh, warte mal, gibt es da noch einen kürzeren Weg? Zeig nochmal kurz, wenn ich der andere durch da durchgehe. Ist dann ein offenes Fenster. Nee, ne? Ah, durch diese Tür. Regulär vielleicht. Das wäre doch schön. So, ist hier noch irgendwas? Nee. Wir sollten jetzt nicht, da sind wir rein. Manchmal liegt dann ja doch noch was Feines hier rum, aber ich habe jetzt nichts gesehen. Auf den Tischen auch nicht. Vielleicht irgendein Fläschchen auf den Tischen, aber ich sehe nichts. Nee, hat niemand was liegen lassen. Schade. Ein anderes Fenster ist hier auch nicht mehr begehbar. Dann lass uns durch diese Tür. Geh auf, Tür. Das ist gut. Hallo, da sind wir wieder, mein liebster Safe-Raum. Ich safe jetzt einmal, auch wenn wir danach die Münze holen und dann wieder zurückkommen, ist mir total egal. Jede Form von Progress wird gesaved. Wir haben ja immerhin gerade 5 von diesen Wesen besiegt. Keine Lust, dass das nochmal gemacht werden muss. So, jetzt müssen wir, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, hier. Und dann liegt irgendwo diese Münze. Erstmal will ich was von diesem leckeren Getränk auch haben, aber darf ich nicht. So, das ist Justitia und ein Grabstein. Okay, dann können wir hier nichts mehr machen. Dann sollten wir einfach wieder zurück. Jetzt haben wir 3 Münzen. Die Frage, ob hier noch großartig was in diesem Apartmentkomplex. Da müssten ja eigentlich ja noch 2 weitere Münzen zu finden sein. Ich glaube, wir brauchen 5. So. Also. Wenn, dann ja hier. Aber da ist ja bislang alles zu. Da ist bislang alles zu. Da haben wir ja gerade schon mal eine Minute auf die Karte gestarrt. Aber ich... Also wenn, dann über die 310, aber das über das Fenster. Ja, aber da ist auch kein Balkon. Über die Treppe da rechts kommen wir nicht. Rechts mittig ist ja dieser Treppenaufgang, da kommen wir nicht. Durch diese andere Treppe kommen wir auch nicht. Und... Ja. Wir gehen jetzt erstmal zurück und... Werfen mal diese Münzen in die Kommode. Vielleicht passiert da ja schon irgendwas. Aber es sind schon doch 5, also. 3 Bright Coins. Oh, warte mal, nee, da steht. Nee, da steht 3 Bright Coins. Ich muss nur die richtigen Löcher finden, vielleicht. 3 Bright Coins in the 5 holes. B. First sits the maiden underneath the tree. The wind from behind. The maiden doth blow, a beautiful flower alone has to grow. Ja, okay, alles klar. Ja, okay, das ergibt ja voll Sinn. Dann, ja, also, die sitzt ja unterm Baum, also hier muss hier die Maiden sitzen. Und dann hier die Flower, oder was? The wind from behind, also von hier bläst der Wind. Also müsste die entweder hier hin oder dahin. Ich probiere mal hier. Aber das ist die Schlange. Kann
Kann ich... Ah, drehen, so. Ah, warte mal. 3 bright coins in the 5 holds be. First sits the maiden underneath, also unter dem Baum sitzt die, ich kann es auch auf Deutsch lesen, 3 glänzende Münzen, 5 Löcher drin, unter dem Baum sitzt sie, singt vor sich hin. Der Wind erweht der Magd in den Rücken, allein wächst das Blümlein voller Entzücken. Also der Typ ist ja hier im Mondlicht. Der müsste eigentlich richtig sein, oder müssen die vielleicht alle in den inneren Kreis? Vielleicht müssen die auch alle in den inneren Kreis. Pass auf, die müsste da sitzen, dann nehmen wir mal das raus, packen die da hin und den Heinimann da. So, okay. Nächste Strophe. The man doth approach, his blade now revealed, his face disappears behind shining steel. Away from the man doth the maiden flee, towards the flower, away from the tree. Okay, also muss ich die, glaube ich, jetzt einfach nur... Kannst du nochmal eine auf Deutsch lesen? Der Mann, er kommt näher, er zückt seine Klinge, sie scheint so hell wie Silberlinge. Die Magd, sie flieht weit weg von dem Mann hin zu der Blume, vom Baum weg sie ran. Okay, also erstmal kommt der Typ, dann müssen wir wahrscheinlich drehen, ja. Dann dahin und die holde Maid ein nach da. Where once grew a flower, a venomous glee. Where once was a maiden, but a stone doth be. And over her grave the man doth remain. His blade never met the wild serpent's vein. Bup. Wo die Blume einst wuchs, ist ein giftiger Schein. Wo die Magd einst lag, ist nur noch ein Stein. Und über dem Grab ist des Mannes Gesicht, seine Klinge, sie traf die Schlange nicht. Also erstmal das Ding müssen wir drehen, nehme ich mal an. Das ist jetzt die Schlange. Sie ist tot, also ist da ein Dingsbums. Und dann müsste er eigentlich dahin. Ja. The beast who its teeth in her flesh doth bore, he who has failed, she who is no more. Now unto your faults a grievous core, who carries blame for what fate had in store. Die boshafte Bestie, sie biss schnell zu, er bettet die Magd zur ewigen Ruh. Auf dich fällt die Entscheidung schwer, wer trägt die Schuld in dieser Mär? Jetzt muss ich denjenigen, der die Schuld hat, da oben reinlegen, oder was? Vielleicht. The beast who its teeth in their flesh doth bore, he who has failed, she who is no more. Now unto your faults a grievous core, who carries the blame for what fated. So, ja, also entweder die Schlange ist schuld, weil sie die Frau gebissen hat, die Frau ist schuld, weil sie weggelaufen ist in die Arme der Schlange, oder der Typ ist schuld, weil er sie vertrieben hat. Im Grunde genommen, er hat sie ja nicht ermordet, er hat sie nur vertrieben, ihre Angst hat sie zur Schlange getrieben und die Schlange ist diejenige, die sie gebissen hat. Aber Schlangen sind halt, also ich würde sagen, der Typ wusste, was er macht, er hat ja das Messer, er hat ja das Schwert gezogen. Also ich finde, der Typ hat die Schuld. Also ich denke mal, ich muss jetzt den Typen nach da oben reinsetzen, so. Ja. Ja, hat ja geklappt. Zimmer 201. Das Rätsel haben wir gelöst. Sehr schön. Schlüssel zu Apartment 201. So. Ähnliche Geschichte mit mir und dem Zombies im Pool. Ja. Apartment 201. Haben wir gesagt. Ach du Scheiße, das ist ja da ganz, 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 ganz hinten.
Aber ich kann über das Treppenhaus. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wir müssen rüber, da, also wir gehen jetzt hier links, links, dann geradeaus, da das Treppenhaus hoch und dann von da wieder ganz runter und rechts. So, ich weiß gar nicht, ob es jetzt, vielleicht gibt es sogar noch einen besseren Weg, aber ich nehme jetzt den. Oder warte mal, ist das sogar kürzer über... Warte mal, da die Treppe. Oh ja, das müsste eigentlich kürzer sein. Das auch. Na, nee, da komme ich. Ach, da müsste ich über das andere Apartment gehen. Nee, ist mir jetzt egal. Wehe, es sind jetzt hier neue Viecher, dann bin ich beleidigt. Vielleicht einfach auch nochmal speichern. Ich speichere bei jeder Gelegenheit. Könnt ihr mir nicht übel nehmen. So. Du bleibst schöner liegen. Wie auch die Türen immer so aufknallt, ne? Hier, Apartment 201. Das sieht ja fast gepflegt aus im Vergleich zu den anderen. Da hat irgendein Mädchen oder so eingeatmet gerade. Habt ihr das gehört? So ein war da gerade zu hören. Entschuldigung, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Keine Sorge. Ich bin nicht die Gefahr. Im Schrank versteckt. Die hat sich im Schrank versteckt. Ich habe das gehört, da war ein Mädchen gerade. Komm raus! Zeig dich! Ich bin Freund! Was ist das? Grusel. Okay, da habe ich mich komplett verhört. Ah, ich wusste es! Hör auf jetzt! Ich hab's Nein, zählt nicht! Oh, warum muss das... Ich meine, es ist eine Zwischensequenz, alles gut, aber... Oh Gott, da rechts auch noch ein Ungetüm. Wo kommt... Nein. Die lebt noch, oder was? Ach du Scheiße, was machen die denn da? Ist das der Pyramidenkopf? Fuck. Ich verstecke mich im Schrank. Ja, ich bin jetzt derjenige, der im Schrank versteckt ist. Fuck, hat er das gehört? Er hat's gehört. Wieso habe ich die Tür nicht leise zugemacht? Jetzt ich sehe den zum ersten Mal. Ich wusste, dass dieser Typ existiert von zahllosen Cosplays und so. Aber ich wusste nicht... Ich habe den noch nie gesehen. Was macht der so? Noch gar nicht gesehen, mit dem Ding da auf dem Kopf. Oh, das ist eine gruselige Situation. Nein, es ist aber nicht meine kostbare Munition. Bist du doof? Schieß doch auf die Beine. Wieso schießt du denn in sein Stahlgesicht?
Aber es hat ihn offensichtlich in irgendeiner Form beeindruckt. Das ziehst du mir nicht von meiner Munition ab, mein Freund. Und jetzt? Okay, und jetzt? Ist der jetzt wieder weg oder was? Stofftaschentuch. Ausgerechnet in dem Apartment, was am unangetasteten aus, also quasi am unangetasteten im Sinne von der Zeit und der Verrottung, ihr wisst, was ich meine. Also wo es halt am saubersten ist, wo man das Gefühl hat, hier ist kein Schrecken zu Hause. Ausgerechnet hier ist dann der größte Schrecken zu Hause oder was. Und er baut die oder wie? Er ist sozusagen der Zimmermann des Leibes hier und hat die ganzen Kreaturen sozusagen zusammengenäht oder was auch immer er da jetzt alles macht. Ja, oh, guck mal hier, das brauche ich aber dringend. Sehr, sehr dringend brauche ich das. Ich glaube, ich könnte ihn sogar schon essen, weil ich meine, ich hätte eigentlich noch Schaden irgendwo haben müssen. So, was traue ich mich da jetzt nochmal reinzugehen oder ist das einfach eine unglaublich dumme Idee? Ich muss doch nochmal aufmachen. Aber guck mal, das ist quasi eine unbekannte Tür. Schaut mal, wo ich stehe. Diese Tür ist gar nicht eingezeichnet. Das ist eine transdimensionale Tür, die führt in einen nicht vorhandenen Raum. Ja, mache ich das jetzt nochmal oder ist das mein Tod? Entscheidung, Entscheidung, ne? Okay, das ist jetzt irgendein so ein Zwischen-Twilight-Door. Da ist ja gar nichts eingezeichnet. Das ist, kann ja nur magisch sein. Okay, jetzt der Übergang in eine andere Zone. Ach du Scheiße. Okay, da steht sogar, ich habe ein Achievement bekommen. Das ist die Alternativwelt. Und hier ist komplett alles zugerottet. Alles klar. Ich bin original in der zugerotteten Version einer eigentlich eh schon völlig zugerotteten. Zugerottet, was ist das überhaupt für ein Wort? Verrotteten Welt hier, aber hier ist es noch viel schlimmer. Vielleicht haben die dann. Also, warum ist ausgerechnet der Raum, in dem diese Tür ist, der Raum, der am wenigsten von all dem berührt war? Also, in der anderen Welt ist ja auch alles verrottet gewesen. Guck mal, das ist der Schrank. Bis auf diese eine Raum eben, wo alles heil war. Und da ist die Tür. Kann ich denn jederzeit wieder zurück? Oder muss ich jetzt in dieser Grausamkeit verweilen? Oh Gott, was ist das? Ich habe leider auch keine Karte. Aber wenn das jetzt, also wirklich, wenn das die grausame Welt ist, die schlimme Welt, was, die andere Welt war da auch nicht besser. Das heißt, die sind wahrscheinlich alle hier so vielleicht rübergesapscht. Also es muss, irgendjemand muss eine Pforte geöffnet haben aus der Höllenwelt in die normale Welt. Und dann ist das da alles rübergesapscht und hat vielleicht die ganze Stadt sozusagen in einen Vorhof verwandelt, wenn man so will. Also hier ist das Portal und die ganze Stadt ist aber schon in Mitleidenschaft gezogen worden. Von dem Grauen. Oh Gott, das heißt, wahrscheinlich wird das jetzt alles noch viel schlimmer werden. Da müssten ja hier vielleicht sogar noch grausamere Kreaturen sein, wenn der Pyramid Head diese ganzen Kopffüßer da gebaut hat in der Badewanne. Vielleicht gibt es hier noch viel schlimmere Kreaturen. Ist ja irgendwie deren Heimatort.
Wie ist denn das, wenn jetzt jemand in der echten Welt ein Haus baut? Wird das dann auch in der Geisterwelt errichtet? Ah, guck mal hier. Natürlich. Geht mein Radio hier nicht? Alter, das ist eine neue Art von Monster. Alter, der... Obwohl ich... Nee. Was? Oh, das war aber jetzt unnötig. Okay, der zerspratzt bei Berührung. Ja, das finde ich jetzt aber gemein. Utility Room. Natürlich bist du zu. Aber da kommt Luft aus dem Schacht. Okay, durch die Wand bricht irgendwas durch, das sehe ich doch. Na, was bricht da jetzt durch? Ich brech durch. Ich bin es. Also, das ist schon recht unbehaglich hier, muss ich sagen. Da hinten ist er. Den nehmen wir. Schön. So, die will kochen oder was und findet die Bolognese-Soße nicht oder was ist sein Problem? Ja. Muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Ich weiß nicht mal, mit welcher Taste man nachlädt. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Wahrscheinlich mit Quadrat, oder? Ja. Genau. Nein, wieso darf die denn gegenschlagen? Ich finde ja, die Medikamente sind relativ spärlich hier verteilt. Ein bisschen mehr Heilungskraft fände ich angemessen. So, ich spare mir natürlich auch, wo es geht, Munition, ne? Und versuche jetzt wirklich immer, wenn es möglich ist, in den Nahkampf zu gehen. Ist ja logisch. Wer weiß, was einen noch erwartet.
Und ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass man jetzt jedes Monster erschießen soll. Dafür gibt es einfach zu wenig Munition. Das heißt, es kommen vielleicht hier auch noch grausamere Gesellen und dann ist es schon... Oh, hier ist wieder nichts drin. Deswegen spare ich mir das ein bisschen. Das sorgt natürlich jetzt auch dafür, gerade eben hier bei dem Lullibert, dass ich da auch mal einen Schlag kassiere. Muss man immer ein bisschen abwägen, ob es das Risiko wert ist, weil ja auch Heiltränke sind ja auch sehr spärlich platziert hier. Alles ist rar. Also. Da sind wir rein. Jetzt kommen wir hier wieder raus und dann können wir in 205 gehen und in 203 und so weiter. Okay. Sackgasse. Puh. So, ich brauche ganz dringend Heilung. Hier sind Kakerlaken unterwegs. Da. Nee, was ist das denn? Okay, die sollen mir 100 pro irgendwas sagen, ne? Die machen mich auf irgendwas aufmerksam. Aber auf was? Da ist Exit. Oh, okay. Was wollt ihr denn jetzt? Ernsthaft? Die Tür ist zu? Hämmer an der Tür. Aber das muss ich... Also, ich würde ja schon gerne zurück... Also, jetzt weiß man ja die normale Welt regelrecht zu schätzen auf einmal, ne? Da würde ich schon ganz gerne mal zurück. Und nach Eddie sehen. Ah, hier kann ich speichern. In Speicherräumen darf kein Gegner sein. Das wäre nicht angemessen. Ich speichere mal erstmal. Wer weiß, ob die Regeln hier alle anders sind. So. Okay. Das Spiel wurde gespeichert. Und was sich in diesem Raum alles befindet und wie es dann weitergeht in dieser scheuseligen Welt, das erfahren wir beim nächsten Mal. Das war Folge 3 von Silent Hill. Ja, ich habe ja in Folge 2 gesagt, es gibt eine längere Pause, weil ich im Urlaub bin. Ich habe jetzt doch noch geschafft, eine Folge zu spielen. Das heißt, wir haben jetzt 3 Folgen. Jetzt gehe ich in Urlaub und dann ist eine längere Pause. Und dann geht es frühestens Anfang November, also erst die erste Novemberwoche oder so weiter. Das hängt ganz stark davon ab, wie ihr Interesse habt an diesem Video. Denn ich habe ja unter dem ersten Teil, da gab es viele Leute, die gesagt haben, was heißt viele, gab es so vereinzelt Leute, die sich gewünscht hätten, dass ich das auch durchspiele, was mich natürlich immer freut, wenn euch das interessiert, was ich mache. Aber am Ende des Tages ist es, ich habe es schon oft gesagt, dann auch immer eine Frage, okay, wie viele von euch bleiben dran nach Folge 1? Da gucken viele mal so aus Neugier rein, wie viele bleiben am Ende wirklich dran und wollen es zu Ende gucken? Und wenn ihr das jetzt in der Zeit fleißig guckt, dann bin ich natürlich auch... Gerne bereit, das weiterzuspielen, auch wenn es mich massiv gruselt, aber es ist offensichtlich ja wirklich ein gutes Spiel, es ist nur wirklich verdammt gruselig. Also ihr entscheidet, ihr stimmt ab mit euren Maustasten, ob wir das durchspielen. Das entscheiden wir dann nach dem Urlaub und bis dahin fahre ich ein bisschen runter, hoffe, dass ich nicht großartig alles vergesse, was ich jetzt hier gelernt habe und dann machen wir an dieser Stelle weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.